Heißt, jetzt müssen wir wieder ganz runter, ne? Und da haben wir auf dem Weg noch irgendwas Gutes zu erledigen. Hier oben war gar nichts. Wir können ja mal Step by Step nochmal die Etagen kurz checken. Sechste. Ah, Shooting Range waren wir, Repair Bay waren wir, Radiotransmitter haben wir gemacht. Das sieht alles clear aus. Die Postbox, ja. Haben wir keinen Schlüssel für. Nope. Weiter. Hier haben wir das Bild aufgemacht. Ah, Protector Archive waren wir auch. Da mussten wir einmal kurz zurück, aber ich glaube, das hatten wir gemacht. Sphere, eine Shrine Box. Da fehlt uns irgendein Gegenstand, so ein runder Gegenstand. Für die Mineshaft Access brauchen wir von dem Adler die Karte, die wird wahrscheinlich in dem Schrein-Dingens da drin sein. Kolibi Bedroom Library Key. Das sind schon acht. In dem Kolibri-Raum war noch was, oder? Gucken wir kurz. Das ist Bild und nur Notizen. Nee. Taschenlampe. Ah ja, Briefkastenschlüssel. Okay. Da hatten wir keinen Platz für. Warum ist das da so rot? Das sieht fast so aus wie so eine Höhle, die ich mir als Kind gemacht habe. Und meine Kleine sich auch als Kind gemacht hat. Und wahrscheinlich fast jeder. Sieht gemütlich aus. Wer sieht da einen Kolibri verkrochen? Stand aber in einer Nachricht drin, oder? Ich war jetzt nicht sicher, ob das jetzt hier gemeint war. Oder. Nee, wir hatten eine Ara unten getroffen, richtig? In diesem komischen Schacht. Ja, es war eine Ara-Einheit, kein Kolibri. Vielleicht kann man die da auch irgendwie rauslocken, wenn sie noch drin ist? Keine Ahnung. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zurück nach 6. Und da auch in den oberen Abteil. 7. 6. So. Ja, ausgetrickst. Wir müssen hier rechts hoch. Da steht bestimmt auch wieder. Ja, oh. Es werden mehr und mehr von denen aktiv. Es ist schon wieder 512. Wir werden von der Zahl echt verfolgt. Wenn wir irgendwann mal einen Safe finden und nirgendwo ein Code ist, einfach 512 eingeben. Büchereischlüssel. Ja, den haben wir gebraucht. Ich würde jetzt ungern nochmal durch die Horden da durchgehen. Das heißt, wir gehen jetzt hier rum runter auf 7. Nein, ist auch in 8. Oh, hallo. Wir würden ganz gerne einen zweiten Ausgang runter. Und da in die Bücherei. Noch ein Überlebender. Hallo. Kolibri. Wer bist du denn? Du gehörst nicht zu unserem Personal. Die anderen, sie haben sich verändert. Wir singen nicht mehr im Einklang. Früher konnte ich in ihre Köpfe sehen. Wir waren eins.
Zusammen haben wir sie alle gelenkt, nicht abgelenkt. Aber jetzt kann ich ihre Gedanken nicht mehr verstehen. Ich war noch nie so allein. Die anderen sind noch zusammen, aber ich bin hier, draußen, und sie lassen mich nicht rein. Ich kann ihr Lied nicht mehr ertragen. Das hier ist der einzige Ort, wo ich sie nicht hören muss. Der einzige Ort, wo ich sicher bin. Ich kann nicht mehr. Ich wünschte, ich wäre auch wie die anderen geworden. Oi. Dann wäre ich zumindest nicht allein. Ich hasse das alles. Okay. Das tut mir leid für dich. Kolibri. Bekannte Replikaprobleme, Teil 4. Nur für Kommandanten. Erfahrungen mit diesem Replikamodell haben uns Einblick in Unregelmäßigkeiten im Verhalten dieser Einheit gegeben, die auf das ursprüngliche neurale Muster zurückgeht. Ja. Das stand bei jeder Nachricht bisher vorne dran. Wurde geöffnet. Heißt, sie hat das auch gelesen? Über sich selbst? Kolibri. Große Aufmerksamkeit sollte den Kolibris geschenkt werden. Ihr neurales Muster ist sehr instabil und ihr Bioresonanzmodul macht sie sehr anfällig für äußere Einflüsse. Wie die meisten bioresonanten Individuen erzeugen Kolibris oft unterbewusst emotionale Rückkopplungsschleifen, indem sie die Gefühle um sie herum imitieren und wieder ausstrahlen. Dies macht sie zu einer Art Verstärker für Emotionen. Obwohl sie dazu ausgebildet sind, dieses Verhalten zu erkennen und zu unterlassen, können sich bereits instabile Einheiten gelegentlich im Persona-Zerfall verfangen. Durch ihre bioresonante Verbindung variiert die Entwicklung des neuralen Musters in Kolibris weniger als in anderen Modellen. Der konstante Austausch von Erinnerungen und Emotionen zwischen Einheiten eines Kaders fungiert als Sicherheitsnetz, das extreme Veränderungen puffert. Extreme Veränderungen, aber keine subtilen, huh? Wenn aber der Großteil eines Kaders vom Persona-Zerfall betroffen ist, werden die restlichen Einheiten mitgerissen. Deshalb ist es besonders wichtig, Kolibri-Einheiten sofort auszumustern, wenn sie beginnen, Anzeichen von Persona-Zerfall zu zeigen. Zur Persona-Stabilisierung sollten Kolibris Zugang zu einer gut ausgestatteten Bücherei haben. Ja. Also ich kann mir vorstellen, sie hat die Notiz gelesen und sie mit hierher genommen und sich dann hier verschanzt, um in Ruhe lesen zu können und sich sammeln zu können. Es wäre sonst ein ganz schöner Zufall, dass sie, Bücher und die Notiz alle an einem Ort sind. Bist du? Kalibrierungsfehler, manuelle Steuerung benutzen, Hindernis entdeckt. Das da sieht außergewöhnlich aus, ne? Und da kommen wir... Aber wir müssen genau drauf landen. Können wir nicht? Oder müssen wir vielleicht woanders hin? Das da sieht auch noch außergewöhnlich aus. So, da unten ist eine Sackgasse. Da ist eine Sackgasse. Ich glaube, es gibt nur einen Weg, den man hier gehen kann. Na, ah, da ist es wieder. Zusammen mit einem Astrolabium aufgehoben. Da wurde ein Buch kaputt gemacht. Das gehört sich nicht. Ein seltsamer, uhrwerkartiger Drehmechanismus mit astronomischen Symbolen auf der Vorderseite. Yeah. Dafür brauchen wir dann bestimmt das Ding hier unten, was auch genau gegenüber ist. Können wir irgendwie... Nein. Also ich habe das letzte Mal das gebrute-forced. Ich habe das Rätsel nicht wirklich gelöst. Ich habe einfach alle Kombinationen ausprobiert. Was haben wir denn da für Symbole drauf? Ein Kreis, ein Strich, also ein Doppelstrich, also eine Pause... einen leeren Kreis. Das da könnte ein leerer Kreis sein? Nee.
Die bewegen sich auch nicht gleichmäßig, oder? Holt irgendwer auf? Ich glaube, Leng holt Heimat auf. Ist, obwohl er so weit außen ist, also schneller. Oder kommt mir das nur so vor? Ich muss das kurz checken, um zu gucken, ob die Umlaufbahnen hier stabil sind. Wenn die nämlich unterschiedliche Geschwindigkeit haben, dann gibt es hier kein Muster. Denn das ist nur eine Frage der Zeit, wie lange das Ding läuft, und es kann jede Kombination geben. Wenn die aber fix sind, was sie hier doch zu sein scheinen, könnten wir die Abstände nehmen. Rotierende Ansicht der aktuellen relativen Position der bewohnten Welten im Sonnensystem zeigt. Und sie scheinen gefixt zu sein. Heißt, wir könnten jetzt sagen, Heimat und Leng sind die äußeren Kreise. Die sind immer zu zweit direkt hintereinander. Und Rotfront ist, wenn wir jetzt dann pausieren würden, die sind unten. Also die beiden unten und Rotfront wäre dann immer oben rechts. Sowas in der Richtung. Da könnten wir jetzt zum ersten Mal auch dieses Auge benutzen. Damit könnten wir ja uns fix eine Karte angucken oder irgendwas angucken. Aber leider haben wir keinen Zugriff auf unsere Box hier. Shrinebox da oben. Eventuell finden wir in seinem Raum auch noch irgendwelche... Warte, oh. Irgendwelche weiteren Hinweise, die uns helfen. Da ist ein Kreis. Das da könnte eine Pause sein. Ja. Wir haben Stern, Kreis, Pause und leer. In der Mitte ist so ein Sechseck, was wir auch in der Basis haben von diesem Stein der Ältesten oder was das war. Was in unserer Kiste liegt. Aber wie stehen die in Relation zueinander? Ich kann ja ganz mal das Beispiel von vorhin nehmen. Also die äußersten Planeten waren dann so. Und er war hier. Jetzt könnte man die halt immer ein weiterschieben. Es ist halt nur die Frage, ob die äußersten Planeten gemeint waren oder nicht. Das hier könnte die Sonne sein. Oder der Stern. Von welcher auch immer Sonnensystem. Oh, warte. Es hat gar nichts damit zu tun. Es muss das Muster hier aufrechterhalten bleiben. Kann das sein? Oder sind die immer identisch? Diese grauen Striche. Es ist immer ein Diamant, ne? Ja. Immer ein V. Okay, das macht keinen Unterschied. Ja, ich denke, die Elster läuft jetzt zurück, guckt sich die genaue Position an, speichert die vielleicht einmal mit dem Auge ab. Und dann können wir das genau eintragen. Ja, also die Elster hat sich das Auge geholt, hat jetzt ein Foto gemacht, zu dem Zeitpunkt, als Heimat, wegen dem Stern da, ganz im Norden war. Weil eventuell ist nicht der richtige Stern wichtig, sondern die Heimat. Weil das ja alles, ne, sehr patriotisch hier ist. Und damit können wir das dann vielleicht... vielleicht irgendwie feststellen. Dann ist die Frage, welche jetzt gemeint sind. Sind jetzt die trotzdem die inneren drei Ringe gemeint? Oder die nächsten drei Planeten von Heimat aus? Aber das gucken wir uns dann an, wenn wir... wieder oben sind. Hier ist auch ein Kreis. Kreis, Pause und Rollkreisen ist auf jeder Tür, okay. Das hat nichts zu sagen. Oh ja, warte. Haben wir da drin Licht? Es ist zu dunkel, ja. Drin haben wir Licht. Gut, Auge wieder ausrüsten.
Da drauf gucken. So, Fotos anschauen. Heimat ist oben. Bujan ist der erste Planet, der ist unten rechts. Und Vineta und Kitetz sind dann oben links. Probieren wir das mal. Das aus. Unten rechts. Das sieht nicht so aus, oder? Okay. Nehmen wir dann Rotfront. Wer unten links und Kitez und vielleicht haben sie die Erde rausgenommen, also Vineta, weil ja, da der Feind ist. Das heißt, wir hätten ganz außen oben links, unten links, dann oben links, dann unten rechts. Und nein. Unten links, oben links. Oh. War das jetzt echt das? Also wie gesagt, ich habe es vorher einfach, ich habe jede Konvention ausprobiert. Aber das könnte es gewesen sein, oder? Administratorschlüssel. Sehr gut. Und ein weiteres Tagebuch. 8421D. Wieder ein neues Tagebuch angefangen. Das sollte jetzt das Buch sein, was er hier drin gefunden hat. Wie die Zeit verfliegt. Die Arbeit ist stumpf und monoton, wie immer in Sibinski. Aber ein heller Schein erleuchtet meinen Tag. Heute wurde ich zu einer Besprechung mit Kommandantin Falke eingeladen. Und sie war grandios, wie immer. Das Tagebuch sollte jetzt eigentlich geschrieben sein, nachdem das alte Tagebuch voll war. Und zu dem Zeitpunkt war Falke schon krank. Und alles ging den Berg runter. Heißt, irgendwas ist hier definitiv anders. Ein weiterer Tag verstreicht. Während meiner Besprechung mit der Kommandantin heute hatte ich das seltsame Gefühl von Vertrautheit, als ich bei ihr saß. Leider wurde unsere Besprechung von einem unerwarteten Stromausfall unterbrochen. Es ist immer derselbe Tag. Es ist immer 8421D. Ich fühle mich seltsam paranoid diese Tage. Nie zuvor verspürte ich so stark das Gefühl von Déjà-vu wie in diesen vergangenen paar Tagen. 8421D. Als ich heute durch die Seiten meines Tagebuchs blätterte, fiel mir auf, dass ich aus unerklärlichem Grunde meine letzten paar Einträge alle mit dem heutigen Datum datiert habe. Welch ein peinlicher Fehler. 8421D. Jeder Tag fühlt sich ein bisschen an, als ob ich ihn zuvor durchlebt habe. Und noch stärker ist das Gefühl, dass irgendetwas irgendwie ein bisschen falsch ist. 8421D. Wieso ist mein Tagebuch voller Einträge, an die ich mich nicht erinnern kann, sie geschrieben zu haben? Warum sind sie alle auf heute datiert? Gibt mir der Verlust meiner geliebten Kommandantin an den Verstand, also ist sie jetzt doch wieder weg? Werde ich wahnsinnig? Mir graut davor, was mir bevorsteht, sollte jemand davon erfahren. Ich bin auf mich selbst gestellt. Wenn sie meine Notizen entdeckt, werde ich auch ausgemustert. Irgendetwas stimmt nicht, ich kann es spüren. Ist das wirklich Wahnsinn? Wenn ich die Seiten meines Tagebuchs lese, kann ich mich an Ereignisse erinnern, die nie passiert sind, ein Gestern, das nie gewesen ist und sich doch so real anfühlt, als wenn es wirklich passiert wäre. Es kann nicht einfach nur ein Versagen des Verstandes sein. Du meinst, weil das, also er meint es, weil er es aufgeschrieben hat? Muss es dann auch passiert sein? Und hat sie jeden Tag mit demselben Datum geschrieben, aber was hat er geschrieben? Also wenn er wahnsinnig wird, dann hat er es vielleicht wirklich immer wieder so geschrieben. Es fühlt sich so an, als ob ich in diesem Zimmer in eine andere Version der Realität spähen kann. Wie? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch, wie die anderen, krank geworden, ohne es zu merken. Aber ich werde nicht erliegen. Eine langsame Akkumulation von reproduktiven Fehlern, eine graduelle Korruption von Informationen, eine Geschichte, falsch erinnert, langsam verwandelt mit jeder Neuerzählung.
wie Genmaterial, das mutiert und sich entwickelt, das sich entwickelt, wie das Replikagehirn immer und immer wieder kopiert von einer alternden Vorlage. Ich weiß es nicht, aber ich werde es herausfinden. Die Antworten liegen in der Tiefe. Ich kann es spüren. Jemand oder etwas ruft mich von dort in der Mine. Ja. Also es scheinen echt mehrere Versionen von ihm zu sein. Ich frage mich, ob alle Versionen von uns, von ihm uns regelmäßig in den Schacht runterschmeißen. Scheinbar schon, oder? Also wenn wir ihn wiedersehen sollten, ist es egal, welche Version von ihm... Oh, falsches Modul. Welche Version von ihm das ist. Ja, er wird sterben. Also erstmal kann er ruhig seine Geschichte erzählen, aber danach kann er sterben. So, wir können jetzt runter in den Minenschacht. Vielleicht vorher noch ein bisschen aufpäppeln. Die Minenschachtzugangsliftsteuerung. Wenn sie noch lebt, ist sie vermutlich dort. Den Fahrstuhl zur Mine nehmen. Ja. Schacht A, da sollten wir auch hin. Limanilität. Oh, das müsste Isa sein. Ich weiß, dass du hier bist. Ich habe das hier schon endlos oft getan. Du gehörst hier nicht her. Zyklus. Ist auch schon ganz oft das Loch darunter gefallen. Wir brauchen übrigens unbedingt das Messer von Isa. Das ist sehr mächtig. Wie hier mit Rotflinten und Pistolen. Ne, wir brauchen eigentlich nur ein Messer. Sackgasse. Der Boden sieht hier sehr interessant aus. Also zu gleichmäßig für natürlich. Also es gibt auch eckige Konstrukte auf natürliche Art und Weise. Aber nicht so extrem. Also kristalline Strukturen schon, ja. Aber ich kann es mir so nicht vorstellen. Sieht zu gleichmäßig glatt aus. Hier gerade in dem mittleren Gang. Wobei vielleicht wurden sie einfach runtergefräst. Sieht trotzdem sehr verstörend aus, das Gestein hier. Und ich hätte mir die Mine so auch nicht vorgestellt. Was sind das hier alles? Ach, das sind die schweren Bergbaulaser, mit der auch diese Molnir-Einheit uns angegriffen hat. Es waren übrigens sehr viele von diesen Lasern. Also kann ich mir auch vorstellen, dass auch mehr von diesen Varianten hier ist. Vorsicht, Lebensgefahr. Monofilamentfaser. Durchmesser kleiner als 2 Nanometer. Monofaser schneidet blitzschnell und mühelos durch Gliedmaßen und Ausrüstung. Immer Schutzkleidung tragen. Niemals Monofaser ohne Schutzausrüstung berühren. Nur in gut ausgeleuchteten Räumen benutzen. Wenn das Zeug nur kleiner als 2 Nanometer ist und sie können es in Spulen aufwickeln, die so dick sind, wie lang ist dann das Filament? Gleiche Nachricht nochmal, ne? Ja. Was haben wir hier? Wir haben mehrere Abzweigungen gerade. Jo, sehr gut.
Atmen hier. Minenarbeiter, Nukleartechnik, Hochsicherheitsreplika. Miner. Oder Miner. Oh, Alinas Tagebuch. Es ist schlimmer, als ich dachte. Alle sind verschwunden. Ich habe noch immer keine Spur von Elster gefunden, als ob sie nie existiert hätte. Irgendwas stimmt mit den Protektoren nicht, mit denen, die noch da sind. Die Aufseherin hat mich vorhin gesehen, als ich mich aus dem Krankenflügel geschlichen habe, und sie hat einen grauenerregenden Schrei ausgestoßen, als sie mir nachjagte. Als ich mich umgedreht habe, habe ich ihr Gesicht gesehen, und jetzt kriege ich es nicht mehr aus dem Sinn. Es sah aus, als hätte sie einen schrecklichen Unfall gehabt. Also Alina hat noch gelebt, definitiv nach dem Ausbruch von dem Ganzen hier. Und das mit der Elster? Es hört sich so an, als wenn es nicht so wäre, dass sie einfach aus den Augen verloren hat, sondern dass die Elster vielleicht gar nicht existiert hat und kein anderer sie gesehen hat. Vielleicht genauso wie Ariane uns verfolgt und wir immer wieder Blitze von Erinnerungen an sie haben, tauchen wir in Alinas Gedanken auf? Leuchtpistole. Nehmen wir mit. Signalmunition nehmen wir mit. Sieht ein bisschen voll aus, ne? Das Auge kann erstmal hier bleiben. Eine Einzelschuss-Leuchtpistole zum Abfeuern von 26,5 mm Signalpatronen, die Ziele in Brand stecken. Das klingt praktisch, ja. Aber nehmen halt zwei Slots weg. Und noch haben wir genug andere Munition. Das sollte dann okay sein.